Moin Pyrus und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Heute im Test die Blumenfontäne von Funke. Wir haben vier verschiedene Fontänen drin. Neuheit 2023. Ich würde sagen, wir machen einfach mal alle. Ist auch Crackling mit dabei? Das weiß ich nicht. Titanschlag? Das weiß ich nicht. Wir machen mal jetzt die hier. Reisblüte. Richtig schön chinesisch. Ja, ist ein edler Effekt, kann man sagen. Machen wir jetzt hier die Silber, Chris, Anthemen. Jetzt machen wir hier die Silber, Chris, Silber Chris Anthem oder sowas. Fontäne. Ja, jetzt machen wir hier die Silber Chris Phantom oder... Ja, Enfamen. Ach, ich kann es einfach nicht lesen. Ja, auf jeden Fall diese Fontäne. Oh, 1000 Silbertaler Effekt. Sehr geil. Wenn ich alles ins Gesicht kriege, dann ist es noch geiler. Nee, schön. Oh, Alter, das sind so Fontänen, Leute. Wenn ihr so einfach runterkommen wollt, so die letzten Artikel, die ihr zünden wollt, ne? Alter, das ist schön. Jetzt machen wir die Kornblume. Wie im Chor. Schönen blauen Stern. Oh, sehr schön, gefällt mir echt gut. Obwohl ich nicht so auf leise Effekte stehe, aber das ist echt geil, ne? Dann haben wir hier als nächstes die Gold Crimson. Und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Geil, Alter. So, Pyrus, das waren auf jeden Fall die Blumenfontänen. Echt schöne Fontänen. Schön zum Runterkommen. Oder, ne? Für die Kids. Oder für die Kids, richtig. Echt geile Fontänen, muss ich echt sagen. Gefallen mir echt gut. Naja, das war's mit dem Video, Pyrus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.